Was ihr hier seht, sind alle Sachen, die man braucht, um beim Iveco Daily, zumindest der ab 2016, den Schlüssel nachmachen zu lassen. Nach dem, was das Gerät sagt, kann man alle Schlüssel ab 2006 vom Iveco Daily damit nachmachen. Ich habe es jetzt nur bei dem ab 16 ausprobiert, weil meiner ab 16 ist. Also die ging wunderbar. Ja, was man braucht, ist eben dieses Set von Ortel, das KM100E. Man braucht einen 10 mm Schraubenschlüssel. Also reicht auch so ein Ring-Maulschlüssel oder hier so eine kleine Ratsche mit einem Zehner. Um den Schlüssel zu zerlegen, braucht man noch einen Schraubenzieher, der möglichst flach ist und spitz, damit man den Kram zerlegen kann. Zeige ich alles später nochmal. Und noch einen mit einem PA2 Schraubenzieher, damit man da so eine Schraube in dem Schlüssel zerlegen kann. Mehr braucht man nicht. Günstig ist, wenn man die Schlüsselkarte hat. In jedem Fall braucht man einen noch funktionierenden Schlüssel, um den Schlüssel nachmachen zu lassen. Wenn man gar keinen mehr hat, dann ist das Ganze ein bisschen aufwendiger. Da muss man ein Motorsteuergerät ausbauen und da den Code irgendwie auslesen. Dann kann man auch gleich zu Iveco gehen. Das ist quasi alles, was man braucht. Ich mache Kapitelmarken, dann könnt ihr da hinspringen, weil ich das sehr ausführlich gemacht habe, das Video. Und dann kann man sozusagen zu den Marken springen, wo ich erkläre, was das hier mit auf sich hat und dann, wie man das einlernt, was das für Probleme gibt und am Ende, wie ich den Schlüssel mache. Ja, naja, dann los geht's. Da ist er, schönes Lastentier, Iveco, aber leider Schlüssel mit gewaschen. Also dümmer kann man es sich gar nicht vorstellen, aber so ist es halt. Hier der schöne Schlüssel in der Waschmaschine und da funkt nichts mehr. Ja, hier Wagen geht nicht auf und nicht zu. Wagen startet aber noch. Also wir haben hier, ich habe jetzt hier mal das Schlüsselblatt rausgenommen. Erkläre ich später warum. Also wenn ich den jetzt hier so bumm drin mache, Yang sollte draußen sein. Und na, kann ich ganz normal anmachen und ausmachen. Aber die Tasten hier, die machen ja. Oh, oh! Ist da was passiert? Hey! Beeindruckend. Ach, scheiße. Naja, wie man sieht. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Also wie gesagt, mitgewaschen und seitdem scheiße. Mal funktioniert er, mal funktioniert er nicht. War vorher jedenfalls nicht so. Und dann also bei Iveco angerufen, mal gefragt, was das kostet. Und der Schlüssel selber kostet alleine, also hier dieser... Der Ersatzschlüssel für das Ding will Iveco über 200 Euro haben und dann nochmal ungefähr 70 Euro für das Anlernen. Also so, dass du dann mit Mehrwertsteuer oder irgendwelchen anderen Gebühren, meinte er, so kommst du bei 300 Euro netto ungefähr raus, wenn nichts dagegen spricht. So, jetzt habe ich rausgefunden, dass es diese Schlüssel nachzukaufen gibt. Und die findet man bei eBay wie Sand am Meer, kosten nichts, so irgendwas so zwischen... 25 und 50 Euro, je nachdem, wo man bestellt. Aber wie lernt man das Ding jetzt an das Auto an? Das ist nicht so einfach und ich weiß nicht, wie an anderen Teilen von Deutschland ist. In Berlin habe ich wirklich keinen gefunden, der mir diesen Schlüssel anlernt. Ich habe ohnehin nur zwei Unternehmen gefunden, die überhaupt gesagt haben, dass sie einen Iveco-Schlüssel anlernen können. Und halt mit ihrem Equipment und ihren Ersatzschlüsseln und da wollten die 270 Euro für haben. Naja, ich bezahle ja nicht für einen Nachbauschlüssel bei einem dahergelaufenen Schlüsselmann 270 Euro, wenn ich das bei Iveco für 300 bekomme. So, also wenn der jetzt irgendwie 150 gesagt hätte, dann wäre ich sein Kunde geworden, aber so macht das ja keinen Sinn. Und dann habe ich irgendwie mich lange auf die Suche begeben und am Ende dieses Ding hier gefunden. Ortel KM100 heißt das Ding, wenn ich mich nicht irre. Da steht KM100 und E. So, dann suchst du auf der Webseite danach, ob man damit den Iveco anlernen kann und man findet nichts. Dann habe ich die Ortel-Leute mal angeschrieben und habe gefragt, kann man damit Iveco anlernen? Kriege ich eine E-Mail zurück, steht in der E-Mail drin, Iveco ist nicht möglich, kaufen Sie sich dieses oder jenes andere Gerät, was irgendwie das Doppelte oder das Dreifache kostet. Das Teil gab es jetzt im Angebot bei AliExpress für 280 Euro.
Mit so einem extra Gutschein, weil da irgendwie so eine Herbstaktion war. Das Ding kostet normalerweise 350 über AliExpress und ungefähr 500, wenn man das über eBay oder Amazon kauft. Und das nächst teurere Gerät, das hätte dann halt ungefähr 1.000 gekostet. Das kann dann natürlich auch mehr, kann man dann auch Mercedes-Schlüssel kodieren. Das ist übrigens der Nachteil an dem Ding hier, das kann keine Mercedes-Schlüssel kodieren, weil Mercedes so eine Infrarot-Schlüsseltechnik hat. Und da braucht man halt ein spezielles, nochmal ein spezielles anderes Tool, was man quasi da anschließt. Das könnte so ja sein, dass das irgendwie, dass man das Tool hier auch anschließen kann. Aber in jedem Fall brauchst du da irgendwie das teure, dieses Equipment, das teure Equipment dazu und dann kauft man sich ja sinnvollerweise auch den Computer. Wollte ich aber nicht. Ich wollte das haben. Naja, und wenn ich jetzt hierfür 280 bezahle, dann 25 für den Schlüssel, dann bin ich 5 Euro oberhalb von dem, was ich bei Iveco bezahlt hätte. Und ja, und habe danach halt so ein geiles Tool. Soweit war jedenfalls erstmal die Idee. Und ja, naja, und dann habe ich mich hier so rausprobiert, obwohl irgendwie verschiedene Leute gesagt haben, das geht nicht. Und dann habe ich aber irgendwelche Videos von irgendwelchen Russen gesehen, in irgendwelchen anderen Sprachen, wo die mit dem Gerät auf jeden Fall an dem Auto rumhantiert haben und irgendwas scheint da zu funktioniert zu haben. Dann dachte ich probiere es einfach mal, ich bestelle es für den Fall, dass es nicht funktioniert, kann ich es immer noch weiterverkaufen oder zurückgeben. Und was geil ist an dem Gerät ist, wenn man das bestellt, man das bekommt mit zwei so einen Universalschlüsseln. Und die kann man an Unmengen an Autos kann man die Dinger anlernen. Und das an und für sich ist das schon ziemlich geil. Das einzige Problem, ich mache mal hier die Helligkeit heller, damit man das hier besser sehen kann. Das einzige Problem ist, dass das hier ein Schlüssel ist, der von Hause aus für schlüssellose Fahrzeugbedienung ist. Das heißt, hier gibt es ja keine Möglichkeit, wie man da so eine Klinge irgendwie dran befestigen kann. Der hat hier zwar so ein Fach, wo man sozusagen so eine Notklinge drin machen kann, so für so eine Notöffnung, die ich das hier abbekomme. Und dann kann man hier quasi, da wo man auch die Batterie drin macht, da kann man dann quasi so noch so einen Schlüssel einblenden. Reinklicken, aber das ist halt nicht dafür gedacht. Und das, was so ein bisschen schade ist an diesen Dingern, ist, dass dieser Universal-Key, hier gibt es so eine Option, Universal-Key, dass man den nicht auf den Iveco programmieren kann, sondern man kann den nur auf diesen Transponder von der Wegfahrsperre kodieren. Und das gibt so verschiedene sozusagen Transponder-Systeme, die da irgendwie in der Wegfahrersperrenbranche irgendwie üblich sind. Hier, das ist das System 46. Und das Interessante ist, du kannst den Schlüssel auf 46 kodieren und du kannst dann damit auch das Auto starten. Das Problem ist, dass die Knöpfe nicht funktionieren, weil die Knöpfe nochmal ein eigenes System haben, was wieder sozusagen fahrzeugspezifisch ist. Und da gibt es halt hier so eine lange Liste. Und wenn man jetzt mal hier irgendwie drauf geht, wählen wir hier einfach irgendeine Marke aus, so völlig random. Ja, also wenn er euch dafür interessiert, wie das hier bei dem Iveco funktioniert, dann könnt ihr auch jetzt mal zu der Zeit eine Marke springen, die ich einblende. Dann kann man den Kram hier überspringen, damit ihr seht, wie das geht, wenn er das schneidet. Also hier sozusagen Bilingo. Hier ist zum Beispiel die Transponder-ID 4A. Ja. Und darunter und hier ID 46, das ist das gleiche, was der Iveco auch benutzt. Und das Blöde ist aber, dass diese Reference-ID hier, also das ist quasi das steht ja auch nicht bei allen drunter, also diese CMIIT-ID, das ist quasi die ID, mit der der Kollege hier funkt. Und leider ist in der Liste der Iveco für das Funkding nicht drin. Und hatte ich mich irgendwie erst darüber ärgert, ärgere ich mich immer noch darüber. Aber irgendwie macht es auch Sinn, weil halt hier nur Schlüssel drin sind von Autos, die halt dieses Keyless Go-System haben, ne? Also wo man quasi wo man halt kein Schlüssel, keine Klinge halt, kein Bart oder wie auch immer man das nennen will, hat. Das heißt, das Ding zu programmieren war auch ja nicht, also sozusagen rein physikalisch ja nicht so einfach, weil du brauchst ja quasi, deshalb hatte ich das nämlich rausgemacht, du brauchst ja quasi die Klinge, um das Schloss rumzudrehen. Und wenn die Klinge aber noch an dem originalen Schlüssel dran ist, dann hast du das Problem, dass in dem Moment, wo du den Schlüssel hier versuchst anzulernen,
nimmt er ja das Transponder-Signal von dem originalen Schlüssel und nicht von dem. Naja, ein bisschen überlegt, naja, und dann war halt klar, ja logisch, ich mache einfach die Klinge hier raus und dann lerne ich quasi erst den ohne Klinge an und danach lerne ich halt das an, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Das war sozusagen meine ursprüngliche Idee und siehe da, tatsächlich kann ich das Ding damit starten. Das kann ich jetzt auch mal zeigen. Ah nee, scheiße, habe ich schon, kann ich leider nicht zeigen, weil hat den Hike vorhin rausgeschmissen. In der Vorbereitung zum Video habe ich den jetzt mal erstmal halt wieder nur zwei Schlüssel angelernt, also die beiden Originalschlüssel, die ich habe. Und genau, deshalb geht ja gar nicht, aber das funktioniert. Und jetzt ist der Witz, warum das so ärgerlich ist, weil viele Leute, die ein Iveco kaufen, kriegen zwei Schlüssel zu dem Auto dazu. Das eine ist halt der Schlüssel, der Klappschlüssel hier, ne, so auf und zu. Und das andere ist halt hier so ein Notschlüssel, ja. Mit dem kann man das Auto wunderbar starten, ne? Also hier so zack drin, geht an, ja, fährt wunderbar mit dem Schlüssel. Hast du halt, denkst du dir im ersten Moment, naja gut, hast du halt die Fernbedienung nicht? Haha, ja denkst du. Das Problem bei dem Schlüssel ist, dass das Auto eine Alarmanlage hat. Ich weiß nicht, ob das per se eine Alarmanlage hat oder ob nur mein Modell eine Alarmanlage hat. Auf jeden Fall hat mein Modell eine Alarmanlage. Und wenn ich jetzt das Auto mit dem Schlüssel abgeschlossen habe, mit dem Funkschlüssel abgeschlossen habe, dann ist der Schlüssel hier komplett sinnlos. Der macht einfach, mit dem kannst du nichts anfangen. Du kannst zwar die Tür aufschließen, und du kannst so, ja, währenddessen damit den Wagen starten, aber, und das ist der große Ärger dabei, du kriegst die Alarmanlage nicht aus. Und dann piept das Ding die ganze Zeit, wie, 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 und das geht nicht aus. Also so, geht dann irgendwann aus, wenn man das Auto zumacht und abschließt und weggeht und die Nachbarn schon Steine auf das Auto werfen. Dann irgendwann sozusagen fängt er sich und hört dann irgendwie wieder auf. Aber eigentlich kriegst du die Alarmanlage nur aus, wenn du quasi hier auf den Knopf drückst. Ja, aber das, wenn der Knopf nicht mehr funktioniert, weil du den scheiß Schlüssel in der Waschanlage mit dir waschen hast. Oder noch viel schlimmer, wenn du den Schlüssel verloren hast, dann hast du das Auto hiermit abgeschlossen, ja, verlierst den Schlüssel, hast noch den, denkst dir, pff, alle gut, ich habe ja noch einen Schlüssel, gehst zum Auto, kannst du das Ding nicht benutzen, weil sozusagen klingt's wie Feuerwehr. Also Katastrophe. Naja, und dann dachte ich, geil, ist hier so ein Ding mit dabei, ne? Kombiniere ich die einfach miteinander, mache hier einen kleinen Schlüsselring dran, ja, dann habe ich halt sozusagen einen zweiten Schlüssel, der halt hier der Schlüssel ist und hier mit funkig. Ja, aber denkst du, weil die haben eben, wie gesagt, diese Transponder-ID, das ist auch bekannt, wie die heißt und so. Das kann man ganz schnell im Internet, kann man das auch googeln, aber das haben die hier leider nicht mit drin programmiert. Ich werde denen mal nochmal eine E-Mail schreiben mit der Bitte, dass sie das vielleicht mal noch machen, genau, weil die Iveco-Fahrer halt so ein spezieller Anwendungsfall sind. Weil Iveco spart, also ich meine echt, ey Iveco, Leute, gebt doch mal einen vernünftigen zweiten Schlüssel raus, ja. Oder macht, dass die Alarmanlage ausgeht, wenn man den Schlüssel rinsteckt und der erkennt, okay, die Mobilizer, der ist irgendwie da, dass denn die Alarmanlage aussieht. Das ist wirklich so ein Unfug, ja. So. Also, das ist die ganze Vorgeschichte dazu. Das heißt, den Kollegen hier, den kannst du eine Pfeife rauchen, der geht einfach nicht. Und nur damit das Auto zu starten, das bringt mir nichts. Da bin ich genauso weit wie vorher, dann kann ich auch nur den hier haben. So, und naja, und jetzt, wie gesagt, jetzt möchte ich den Kollegen hier anlernen. Jetzt zeige ich mal das Prozedere und was man dafür braucht, weil eventuell braucht man da, was man da schon sieht, einen 10er Schlüssel, um die Batterie abzuklemmen, weil hier während des ganzen Vorgangs gibt es einen Punkt, wo das sein kann, dass der das komplette Auto einmal stilllegt. Und dann geht wirklich ja nichts mehr. Das zeige ich dann, wenn es soweit ist. Und das kann man aber ganz einfach beheben. Ich weiß nicht, ob das eine Diebstahlsicherung ist oder so, aber naja, so, jetzt fange ich mal an. Also nachdem man das Gerät ausgepackt hat und mal eingeschaltet hat und mit dem Internet verbunden hat, dann zieht er sich irgendwie gefühlt eine Million Updates, dauert Ewigkeiten, also am besten das Ding erstmal zu Hause ans WLAN dran tun und warten. Und bis es abgeschlossen ist, naja, und dann geht man quasi zum Auto und dann hat man halt, braucht man halt die drei Dinge. Man braucht das Gerät, man braucht den USB-Kabel und man braucht den Empfänger, der an das OBD, an die OBD-Buchse rangeht. Die sind hier theoretisch, kann man die mit Bluetooth verbinden, verbindet sich auch wunderbar, funktioniert auch gut, aber bei der Schlüsselprogrammierung, da verlangt der zwingend diesen Kabel. Wahrscheinlich, weil wenn da irgendwie während der Schlüsselprogrammierung was schief geht, im Funksignal, weil es irgendein Störgeräusch oder so irgendwie sowas gibt, ein Störsignal gibt, dann schmeißt er das raus. Das Doofe ist nämlich, dass man muss, wenn man den Wagen anlernt, alle Schlüssel da haben, die
die auf das Auto, die man bei dem Auto benutzen will, weil da steht jedenfalls, wenn man das, wenn man den Schlüssel nicht anlernt, dann kann man den im Nachhinein nicht mehr anlernen. Also der scheint irgendwie dann da so eine Blackliste zu führen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich will das Risiko nicht eingehen. Also sozusagen, wenn ich jetzt hier verpeile, einen Schlüssel anzulernen, dann und den dann nicht mehr anlernen kann, und das wäre auf jeden Fall all. Bei diesen, ich sag mal, ich kann es insofern bestätigen, als dass ich als ich den Universal-Key da einmal angelernt habe und habe den dann rausgeschmissen und wollte ihn nochmal anlernen, da ging das wirklich nicht, dass ich den nochmal anlernen konnte. Das ist aber insofern nicht repräsentativ, weil der Universal-Key, der lässt sich beliebig wieder löschen. Den kannst du quasi hier mit dem Gerät, kann man den quasi wieder auf Null, auf Werkseinstellung zurücksetzen, um den dann an ein anderes Auto anzulernen. Und nachdem ich das gemacht habe und den wieder quasi so hergestellt habe, dass der so ein Werksschlüssel ist, konnte ich den auch noch ein zweites Mal anlernen. Also bei das funktioniert theoretisch, aber ob das mit so einem Originalschlüssel geht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Schlüssel im Schlüssel selber sind, die sozusagen gelockt, also abgeschlossen, wenn die einmal auf ein Auto programmiert sind. Und du kriegst hier zu dem Gerät, hier sieht man auf diesem Kabel, gibt es so einen, nochmal einen extra USB-Kabel, mit dem man den Schlüssel selber entblocken kann. Ja, also von daher glaube ich, dass die Information, dass das Auto da so eine Blackliste führt, dass die ja nicht stimmt. Ich vermute wirklich mal, dass der Schlüssel, wenn der entblockt ist, dass der dann quasi auch wieder geht. Aber man muss den halt erstmal entblocken. Und entblocken heißt halt irgendwie hier mit den Dingern anlöten, hier an ganz so eine kleinen filigranen Pins rangehen. Also das sollte man vielleicht nicht lieber nicht machen, wenn man es nicht unbedingt machen muss. Und außerdem für viele Leute, die jetzt nicht die Lötequipment haben, ist das wahrscheinlich auch unüberwindbar, so eine Hürde. So, also, genau. Und jetzt nimmt man sich den Kollegen hier. Also hier ist erstmal für alle die gar nicht wissen, wie der geht, hier ist so eine Klappe da dran. Die hat wirklich hier nur so eine Nasen, da ist nichts geschraubt, da kann man einfach hier so ringreifen, da ist so eine kleine Aussparung und dann zieht man da dran und dann kommt ein Ding entgegen. Ups, und dann, übrigens, das ist hier auch noch geil bei dem Teil, weil hier ist so ein kleiner Schalter und was der macht, ups, da ist eine Lampe. So, und mit der Lampe kann man dann schön easy den USB-Port, nee, den OBD-Port finden. Der ist nämlich da unten. Da ist noch so eine, man sieht den schlecht, weil da ist so noch so eine komische Kappe da drauf. Da steht auch MCD. Tja, naja, war doch immer, was die sich ausgedacht haben. Ich dachte, das heißt OBD, aber die nennen das irgendwie anders. So, also, zack. Und dann ist der verbunden, wie gesagt, mit USB-Kabel, wichtig, wichtig. Und jetzt geht's weiter. Was man jetzt noch braucht, in jedem Fall, wenn man den Schlüssel annimmt, man braucht einen Originalschlüssel. Ohne den scheint es nicht zu funktionieren. Wenn man ich weiß nicht, wie das ist, wenn man die Keycard hat, also ich habe die Keycard, ich habe den Code, den man braucht, um den Schlüssel anzulernen, das gab es zum Auto glücklicherweise mit dazu. Könnte sein, dass wenn man den Code hat, dass man dann den Schlüssel trotzdem anlernen kann, wenn man hier das passende Blade irgendwie hat. Aber wie man das rausfindet, wie das aussieht, wenn man das einmal verloren hat, das ist auch nochmal ein eigenes Kapitel. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Also es gibt eine Möglichkeit mit so einem Leashy-Tool, heißt das. Da kann man quasi über das Schloss von der Fahrertür, kann man quasi diesen Code von dem Bart quasi kodieren, den man braucht, um das in so eine Maschine einzuspannen und dann das nachfräsen zu lassen. Da kann man dann quasi, macht man so Lockpicking, und wenn die Tür auf ist, dann hat man quasi den Code ausgelesen, und anhand von dem Code, das sind halt irgendwie so sechs Zahlen oder so, kann man dann diesen Schlüssel nachproduzieren lassen, den Bart hier. Aber ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal ein eigenes Kapitel, wie man das macht. Hat zum Glück noch nicht nötig gehabt, deshalb weiß ich auch ja nicht genau, wie das geht, nur in der Theorie, weil ich anderen Leuten dabei zugeguckt habe. Ich habe ja die Schlüssel, ich brauche nur einen funktionierenden zweiten Schlüssel. Also sozusagen, wir machen den jetzt mal hier in das Schloss drin. Und dann gehen wir mal hierzu erstmal über, dass ich mal erstmal die Funktion hier zeige. Beziehungsweise, haha, siehst du, ich ziehe den mal hier wieder raus, damit wir mal erstmal uns mal hier angucken, was hier eigentlich passiert. Also, ich lege jetzt mal diesen Schlüssel hier drin. Das ist quasi, ja, wir haben ja schon etabliert, das ist der erste Originalschlüssel, und der liest das, wenn man jetzt hier auf Reading geht, dann liest er den aus,
Kann natürlich sein, dass der jetzt nicht tief genug drin ist. Ah, nee, doch, da ist er. So, und hier steht jetzt, was da für ein Chip verbaut ist, was das für ein Chip-Modell ist, was die Transponder-ID ist und dass der halt gelockt ist auf das Fahrzeug hier. Also sozusagen nur mit dem Fahrzeug kann der Schlüssel funktionieren. Ich vermute mal, dass man den hier nicht mal entsperren kann, weil wie soll man da drankommen? Bei dem anderen, da kann man ja, kommt man ja an den Chip, den hier, der ist halt so, wie er ist. Also der muss auf jeden Fall immer wieder angelernt werden. Deshalb fange ich auch mit denen beim Anlernen an, weil wenn was schief geht, dann funktioniert der auf jeden Fall weiter. So, das ist der Originale von Iveco, der mitgewaschen wurde. Den lesen wir auch mal aus. So. Ja, da wieder den Chip-Modell. Man sieht, das sind etwas andere Zahlen. Interessant ist, dass hier, naja, da steht gleich irgendwas anderes. Also High Tech 246 und dann diese Immo-Dispon, was war das da? Transponder-ID, genau, so. Also das ist jetzt der, den ich anlernen will. Und da dieser Hightech 2 ist das gleiche, aber hier steht jetzt DAF, also irgendwie ein bisschen was anderes, aber ich hoffe mal, dass das funktioniert. Dieses Manchester Coding, das ist auf jeden Fall wichtig. Was hier eben auch wichtig ist, was anders ist als bei den anderen Bäden, da steht not locked. Und das ist sozusagen, das ist wichtig, weil man muss den Schlüssel jetzt erstmal noch in einen Werksschlüssel verwandeln. Weil dieser Schlüssel, deshalb ist hier auch kein Symbol, naja, wahrscheinlich auch aus Copyright-Gründen ist da kein Symbol auf dem Ersatzschlüssel, aber in jedem Fall benutzen das verschiedene Hersteller. Also das benutzt Fiat, ich glaube Citroën und Iveco. Ja, muss mal, ich guck mal die Liste nochmal nach. Genau, da ist der quasi, dadurch, dass der bei verschiedenen Modellen in Verwendung ist, muss man den quasi erstmal auf das Fahrzeug, naja, wie gesagt, man muss dem sagen, du bist ein Werksschlüssel für den Iveco Daily. Und erst dann kannst du dann sagen, und außerdem bist du ein Schlüssel für den Iveco Daily. Aber erstmal muss man sozusagen sagen, du bist ein Iveco Daily Schlüssel. Jetzt gibt es hier noch schöne andere Funktionen, die werden wir aber alle nicht benutzen. So. Jetzt kann man mal nochmal, bevor man das macht, kann man mal hier gucken. Der hat hier so einen Frequenzdecoder. Da ist das jetzt hier der Nachbau. Und jetzt drücken wir mal hier drauf. Und dann sieht man, das ist irgendwie welche, Entschuldigung, welche Funkmethode da benutzt wird, ne? Und auf welcher Frequenz das funkt, also die Funken, die allermeisten Funken irgendwie auf diese 433 oder 434 Megahertz. So, und jetzt kicken wir mal hier, was hier passiert. Ja, nichts passiert da. Ja, naja, das ist halt das Problem. Der ist irgendwie wankelmütig, der Kollege. So, raus da. Wir wissen also auf jeden Fall, dass der funktioniert. Wenn man die Dinger bestellt, dann fragt er den immer, ist das ein Marelli oder ist das ein Delphi? Bei mir ist das ein Marelli-System. Zeige ich gleich nochmal, wenn ich das aufgemacht habe. Das steht auf der Platine drauf. Da ist auf der Platine. Ich mache das mal auf und zeige euch das mal. Was man zum Zerlegen braucht, ist im Grunde genommen nur so ein kleiner Schraubenzieher, mit der so möglichst flach sozusagen und spitz ist, beziehungsweise da hinten ist so noch eine kleine Kreuzschraube drin, aber wenn der Schlitzschraubenzieher klein genug ist, dann passt das schon. Ich mache das nachher nochmal im Detail, weil hier sind so eine Nasen, so ein bisschen fummelig, das irgendwie hinzubekommen. Aber was ich ja eigentlich zeigen wollte, war das hier. Da steht Magneti Marelli. Na, da. Und ich weiß nicht, wie das bei dem Delphi aussieht. Ja, ich habe ja kein Delphi, von daher wird irgendwie anders aussehen. Auf der Kopie steht das natürlich auch nicht drauf, weil das ist halt das Original. Ne? Du musst halt, man muss halt das bestellen, was sozusagen, welche das Original ist, weil ansonsten funktioniert zwar, kannst du zwar wiederum das Auto anmachen, weil wie gesagt, diese Transponder-ID 46 ist zwar die richtige, aber die Funke geht dann eben nicht. Ne? Also das, genau, das muss man, da muss man erstmal den richtigen bestellen. So, jetzt zieht das Ding erstmal wieder zusammen. Ah, also jetzt haben wir erstmal etabliert, was man quasi an Schlüsseln braucht, haben das ausgelesen und uns das mal angeguckt. Jetzt gehen wir
zu Immobilizer gehen wir rüber. Und jetzt kommt das große Geheimnis. Weil und warum sozusagen selbst die bei Ortel im Kundenservice der Meinung sind, dass man Iveco damit nicht kodieren könnte. Weil, wenn man jetzt hier zu I geht, da, tada, Iveco, denkst du dir, geil, klickst du drauf, steht da Manual Selection, das kann man übrigens auch auf Deutsch einstellen, aber da sind so viele Übersetzungsfehler, dass ich das lieber auf Englisch mache, weil da ist es dann so, wie man sich das ausgedacht hat. So, und jetzt steht hier Boadi und Surpass. Da steht nicht Daily. Kannst du dran rumprobieren, da passiert ja auch nichts. Also damit kannst du nichts anfangen. So, naja, und wahrscheinlich ist der Kundenservice von Iveco, nicht von Iveco, von Ortel, hat auch bloß darin geguckt und hat festgestellt, Iveco Daily geht nicht, Pech gehabt. So. Jetzt kannst du hier auch die FIN auslesen. Machen wir mal auslesen. Das sollte an und für sich auch so ja funktionieren, ohne dass ein Schlüssel drin ist. Okay, vielleicht muss man die Zündung einschalten. Verbunden ist er doch, oder? Auto Win in Progress. Auf jeden Fall geil. Also hat es quasi nicht geschafft, das auszulesen. Und außerdem sagt er, gibt er mir hier vom Auto her irgendwelche Fehlermeldungen. Aber egal. Machen wir mal aus und wieder an. Das war auf jeden Fall noch nicht der finale Seltsamkeit. Ich probiere mal nochmal. Dokumentiert das alles so ausführlich, weil da gibt halt so ein paar Sachen, die passieren können, wo man so denkt, oh je, hab ich jetzt was falsch gemacht. Also jetzt ist die Zündung mal von Anfang an drin. Ich mach mal nochmal Auto-Win. Mal gucken, ob er. Weil gerade eben, als ich das gestartet habe, hat er ja. Da war er ja aus. Aha, jetzt hat hier was gemacht. Ha! Sehr gut. Also, ja, weiß ich nicht. Oder nicht sehr gut. Auf jeden Fall. Tja. Also ja, du bleibst quasi in dem Menü. Der scheint also zu erkennen, dass das ein Iveco ist. Übrigens, wenn man hier aus dem Menü rausgeht, dann fängt er ja an so eklig zu piepen, weil er dich daran erinnern will, dass da unten das OBD-Teil ist, weil wenn du das vergisst, dann kannst du ja mit dem Gerät nicht mehr anfangen, falls du da bei einem Bekannten oder Kunden bist. Deshalb meckert der hier so. Also wenn man da über die Auto-Fin geht, dann erkennt der anhand der Nummer, dass das ein Iveco ist, bringt dich in das Iveco-Menü. Aber nichts passiert und mal kicken hier, das geht auch immer noch alles sehr schön. So, und jetzt kommt der große Trick, Trommelwirbel. Das ist nämlich nicht bei Iveco, sondern das ist bei Fiat. Ja, warum bei Fiat? Weil Iveco mal zu Fiat gehört hat. Und sozusagen konnte das auch selber ja nicht glauben, aber die erste Generation von dem Daily wurde tatsächlich als Fiat Daily verkauft. Das könnte sein, die zweite Generation auch noch, aber in jedem Fall die erste. Steht in dem Wikipedia-Artikel relativ ausführlich drin. Und wenn man jetzt hier, übrigens, wenn man jetzt hier auf Auto Selection geht, dann sagt er, dass das Auto nicht gefunden wird. Und jetzt kann ich gebe mal hier die Nummer ein. Das ist quasi meine Fahrgestellnummer. Und sag okay. Und dann sagt er hier, Decoding failed. Also der sagt sozusagen, gibt's ja nicht. So, also wieder raus. Also der ist der Meinung, den Wagen würde das bei Fiat in der Spalte Fiat nicht gehen. Vielleicht, wie gesagt, ich schreibe Ortel nochmal eine lange E-Mail. Vielleicht verändern sie ja da mal irgendwas, damit das irgendwie sinnvoller ist. Auf jeden Fall geht man jetzt hier auf Europa und da, Daily, da ist er. So, und da sind alle. Ab 2006 kannst du die Dinger damit kodieren. Und ab 2006 war das Ding in jedem Fall schon. War der Daily in jedem Fall von Iveco und nicht von Fiat. Das ist, weiß ich nicht, irgendwann in den 80ern gewesen, dass das Ding ausgelagert wurde. So, meiner ist ein 2016er Baujahr. Also hier sozusagen hat er erstmal das ausprobiert. Das scheint hier, das hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Meiner ist sozusagen, also denn in der Geschichte muss man hier sozusagen nochmal sagen, okay. Und
Dann kriegt man hier nochmal eine Information, wie der Schlüssel aussieht. Ne? Hier Chip Nummer 46 hatten wir ja schon, Frequenz 433. Hier gibt es so ein Schema, wo irgendwie üblicherweise der OBD-Port sein kann. Ist da an Position 2, das stimmt also auch. So, jetzt geht man auf die Control Unit. Und jetzt kann man, wenn man diesen Code nicht hat, um den Schlüssel anzulernen, den man halt von Iveco bekommt, wenn man das Auto kauft und wenn einem der nicht weitergegeben wurde, als man das Auto erworben hat, dann steht man ein bisschen da und den kann man jetzt hier auslesen, den Code. Naja, egal, will ich jetzt nicht machen, ich habe ja den Code. So, hier gibt es zwei Dinger. Das mit dem Codieren von dem Schlüssel funktioniert bei beidem. Ich weiß nicht, warum es da zwei verschiedene gibt. Ich weiß nur, dass bei der unteren Variante gibt es mehr Optionen. Ja, also insofern so. Und was man jetzt machen muss, also jetzt ist man hier quasi in dem Menü, jetzt kann man hier mal gucken, sozusagen, wie viele Schlüssel sind da eigentlich angelernt an das Auto. Ist vielleicht auch ja nicht so schlecht, wenn man mal, wenn man sich so einen Wagen neu kauft, dann könnte man das dranhängen und kann mal gleich sehen, ob der mal irgendwann mal drei Schlüssel hatte. Nicht, dass du das Auto kaufst und mit zwei Schlüsseln und dann ist er weg und dann hat der Vorbesitzer dir den dritten Schlüssel unterschlagen. Naja, man weiß ja nie. Ich glaube aber schon wieder. So, weiter geht's. Also du musst also erstmal aus diesem Schlüssel, der dir zugeliefert wurde, wir sagten Werksschlüssel machen, dass der sagt, okay, ich gehöre zu Iveco Delhi. So, und um das zu machen, muss man hier auf Make a Dealer Key gehen. Und sozusagen, um das zu machen, musst du aber vorher die Daten von dem Immobilizer, also von der Wegfahrsperre einmal auslesen, damit du die, falls da irgendwas schief geht, später quasi wieder einlesen kannst. Ja, damit man das Auto, falls da, weiß ich nicht, kann ja sein, dass so zwischenzeitlich reißt einer die Tür auf und dein Kind kommt drin und reißt dir den Kabel ab oder so. Weniger verrückte oder mehr verrückte Dinge sind schon passiert. Also insofern, man weiß ja nie, deshalb will der auf jeden Fall, dass man das ausliest und der macht dann da auch irgendwie mit der Tabelle was. Und dabei kann jetzt was Interessantes passieren. Also ich habe jetzt hier die Zündung an, wie man sieht, ne? Also Zündung ist an. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir machen mal hier auf Read Immobilizer Data. So, und jetzt sagt er hier, ich lese das aus und jetzt unmittelbar, also der ist hier noch lange nicht fertig, fängt es hier an zu blinken. Und der sagt Airbag defekt und Handbuch und bla und sozusagen irgendwas ist hier komisch. Naja, ja, wie auch immer, wir warten jetzt mal ab. Da steht ja 1 bis 5 Minuten. Und das werden wir mal jetzt hier in Echtzeit irgendwie ablaufen lassen. Eventuell mache ich jetzt hier mal die Zeit schneller. Und das Lustige kann ich jetzt schon sagen, wenn der damit fertig ist, dann macht das Auto ja nicht mehr. Dann kannst du das Auto nicht mehr starten. Funktioniert die Zentralverriegelung nicht mehr. Da funktioniert nicht mal mehr der Warnblinker. Nicht mal mehr das scheiß Licht in der Fahrerkabine funktioniert. Ist einfach mal alles aus und alles kaputt. Ah ja. So, da ist das alles mit dem Passwort und allem drum und dran. Ich hoffe, dass ich das hier gleich alles unsichtbar machen kann in dem YouTube-Video. So, dann jetzt habe ich hier auf OK gedrückt. Jetzt bin ich hier quasi raus. Also nachdem man auf OK gedrückt hat, quasi kommt man hier in das nächste Menü, wo er sagt, das abspeichern. Und was ich da gemacht habe bisher immer, wie man schon sieht, habe ich hier einige Male schon das Ding abgespeichert. Also, ich mache mir hier ein Minus, dann machen wir 2024, dann ist es das Jahr, 09:23 ist der Tag, dann machen wir 12:49 Uhr. Und dann machen wir zweimal Key, damit ich auch weiß, dass ich hier gerade aktuell zwei Schlüssel angelernt habe. Also das sind die beiden Schlüssel, die da drin sind. Das ist jetzt quasi das letzte. Das kann ich jetzt hier in dieser Liste, wo der das abspeichert, kann ich das quasi jederzeit wieder aufrufen. Ja, bla bla. Und sozusagen Reading successful. Also Lesen ist erfolgreich. Das kann jetzt kann quasi das Einlesen mit einem Werkschlüssel passieren. Also sagen wir okay. So, jetzt bin ich hier wieder in dem Menü. Und was jetzt passiert ist, ist interessanterweise gerade hier jetzt noch, ne, ich mache mal die Zündung aus.
Und versucht es jetzt hier wieder anzumachen. Und jetzt sieht man halt hier, dass da alle möglichen Fehlermeldungen kommen. Und die Lampen leuchten und hier. Nicht mal mehr der Warnblinker jetzt. Zentralverriegelung kann man nicht mehr machen. Man kann hier die Lampen nicht mehr anmachen. Man kann wirklich ja nichts mehr machen. Und als mir das erste Mal passiert ist, da ist mir wirklich das Herz in die Hose gerutscht, weil ich dachte, oh Mann, so eine Scheiße, ey. Und jetzt zeige ich aus meiner 300-Euro-Investition gleich mal schön 3.000 gemacht, weil die Weko mir ein neues Steuergerät kaufen muss. Aber, also ich weiß nicht, warum die das machen. Wie gesagt, vielleicht irgendwie so ein Diebstahlschutz. Interessanterweise kann man so ja der Anlasser geht so ja noch. Macht ja auch irgendwie Sinn, weil der ja normalerweise sozusagen wird der hier nur über ein einfaches Relais steuert und geht dann irgendwie, gibt dann den Strom auf den Anlasser. Das scheinen sie irgendwie nicht nochmal weiter geblockt zu haben. So, und aber das ist tatsächlich mehr als einfach zu fixen, das Problem. Vermute mal, dass das bei Iveco im Werk auch vorkommen kann, weil da muss man jetzt hier unten an die Klappe da dran und da muss man ihn mal hier so ringreifen und da bei der anderen Seite hoch, wenn mir schon ein bisschen locker. So, das ist die Klappe. Und dann einmal den Minus hier abmachen und den Minus dran machen und das Ganze wieder festschrauben. Nicht zu fest, denn nach fest kommt locker. Und nach locker kommt neu. Lernt, wa? So, also zack und alle geht wieder. Warnblinker geht, hier keine Fehlermeldung mehr. Kann das Auto starten, also Herz umsonst in die Hose rutscht. Gut, weiter im Text. Wir sind jetzt also hier drin in dem System. Wir haben die Immobilizer-Daten ausgelesen, alles schön. So, jetzt haben wir hier den Schlüssel. Jetzt werde ich mich mal hier so hinsetzen, dass das nicht während des Werkschlüssel-Codierens mir vom Schoße fallen kann. So, jetzt leg das Ding mal hier drin und jetzt machen wir Make Dealer Key. So, und damit, wie gesagt, sage ich dem Schlüssel, du bist ein Iveco-Schlüssel. Jetzt will er quasi jetzt will er quasi die Datei haben, die ich da gerade erstellt habe. Jetzt muss ich natürlich hier kicken. Das ist sie nicht. 3-Key. Naja, ich hätte mal mit dieser, wie ich das gemacht habe, mal gleich von Anfang an so anfangen sollen. Wie spät haben wir? 12:49, 23. Das ist die Datei. Siehst du, hat sich schon bezahlt gemacht, dass ich das so benannt habe. So, und jetzt mal schön stillhalten. Ah, ich habe hier Angst, ich kenne mich doch. Dann mache ich hier eh eine Scheißbewegung. Und dann ist das für den Arsch alles. So. Und jetzt muss ich hier auf OK drücken. Nochmal auf OK drücken. Also hier steht nochmal quasi alles, was da drin ist. Und jetzt fängt er da an. Jetzt sagt er, mach mal da den Schlüssel darin. Der liegt ja da schon. Jetzt drücke ich auf OK. Und jetzt generiert er mir den Werkschlüssel. Und an der Stelle könnte das Video jetzt eventuell schon vorbei sein, weil wenn ich aus irgendeinem Grund hier was Falsches hier eingekauft habe. Error, the key was locked and it was failed to unlock. Naja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Also wir haben ja vorhin gesehen, als ich das ausgelesen habe, dass da do you want to continue to make a dealer key? No. Keine Ahnung, ob die Fehlermeldung, ob die überhaupt richtig ist. Also wenn die Fehlermeldung richtig ist, dann werde ich diesen tollen Kabel, von dem ich gehofft habe, dass ich ihn nicht benutzen muss, wahrscheinlich relativ bald jetzt mal nutzen müssen. Ich gehe mal jetzt hier nochmal raus. Da und lese den mal noch mal aus. Mal kicken, was er sagt, ob da jetzt locked steht. Weil wenn da jetzt locked steht, dann kann es ja einfach sein, dass die Fehlermeldung irgendwie falsch war. Naja, also wie gesagt, vorhin hat man ja gesehen, dass da unlocked stand und jetzt steht da locked. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der jetzt vorbereitet ist, damit man den kodieren kann. Auch wenn da eine komische Fehlermeldung kam, aber so ist es halt. Hoffen wir mal, dass das in Ordnung ist. Jetzt müssen wir mal das Fenster hier aufmachen, Alter. Ich schwitze! Ein wunderschöner Spätsommertag. Die Post kommt. So. Also nochmal von vorne. Jetzt suchen wir uns hier den Fiat raus. Und gehen hier auf
Europa, Daily, neuestes Modell, alles gut, Werkschlüssel haben wir etabliert. Jetzt muss ich hier nochmal die FIN eingeben. Jetzt gehen wir Control Unit, Immobilizer und den zweiten. Key Learning. So. Also alle Schlüssel müssen dran sein. Nicht gelernte Schlüssel werden verworfen und können nicht wieder angelernt werden. Neue Schlüssel müssen Werkschlüssel sein. Okay. So. Mache den ersten Schlüssel, der gelernt werden soll, in die Zündung und mache sie an. Machen wir. Drücken wir OK. Jetzt will er den fünfstelligen Code haben. Den tippen wir mal ein, beziehungsweise ich tippe den nicht ein, weil ich habe den ja schon eingetippt. Jetzt fragt er mich, ob man sich sicher ist, dass der stimmt. Und dann sagen wir ja. Und jetzt etabliert er eine Verbindung zum Ado. Und jetzt sagt er, Learning Successful. Das heißt, der erste Schlüssel ist damit schon mal angelernt. Willst du einen weiteren Schlüssel kodieren? Dann sagen wir ja. Jetzt steht da, mach den Schlüssel raus. Zack, raus. Mach den nächsten Schlüssel drin und mach die Zündung an. Das machen wir jetzt mache ich halt hier nur dieses Blatt drin, weil ich ja bei dem zweiten das Blatt noch nicht habe nachschnitten lassen. Kicken, ob das hier der richtige ist. Ja, das ist der Iveco, der Originale. So. Und wir sagen ja. Gucken, jetzt zeigt das Ding hier in der Hand. Ja, interessant. Man muss den also, der muss also beim Lernen, muss der da an dem Schloss sein. Schau, wie kann ich das jetzt hier filmen und gleichzeitig das da dran halten? Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Also, wollen Sie einen weiteren Schlüssel anlernen? Ja, ich will den ja immer noch anlernen. Also nochmal raus und nochmal rein. Und sag hier, yep. Und jetzt bin ich hier mit der Hand noch da dran. Und jetzt sagt er, Learning Successful. Also der muss da wirklich eine Verbindung aufbauen zu dem Schlüssel, sonst geht das nicht. Also mit dem Film nicht ganz so optimal, aber ja, geht schon. So, möchten Sie noch einen Schlüssel anlernen? Und dann sage ich ja. Also wieder Schlüssel aus. Und jetzt kommt der neue, der auf Werkschlüssel programmiert ist, hoffentlich, und dass die Fehlermeldung nicht gestimmt hat. Na? So, dreht es hier rum und drückt auf Ja. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Steht da successful oder failed? Ja, yeah, das hat funktioniert. Geil. So, und wieder aus. Also, wollen Sie noch einen Schlüssel? Nee, wir haben jetzt drei Schlüssel. Das reicht mir. Und Zündung ist ja sowieso schon aus. Also irgendwie ist es nicht nur mir zu heiß, sondern meinem Handy hier auch, mit dem ich filme. Aber sozusagen hier alles okay. Das wird quasi jetzt hier alles erkannt. Und jetzt gucken wir mal erstmal, ob das hier alles wieder funktioniert. Waren gestartet. Da hat das Handy schon wieder abgeschaltet. Hoffen wir mal, passiert es nicht nochmal. So, jetzt zeige ich hier nochmal die Schlüssel aus. Also er hat jetzt drei Schlüssel erkannt, ne? Waren startet, drei Schlüssel erkannt und jetzt kommt aber das aller Entscheidendste, weshalb ich mir den ganzen Spaß nur gemacht habe. Hier, Trommelwirbel. Wunderbar. Also erstmal kicken wir mal, ob ich das Auto damit anbekomme. Bevor ich hier auf irgendeinen Knopf drücke. Also Wagen läuft mit dem Schlüssel hier. So, obwohl das da so das alte Blatt drin ist. Aber jetzt, lieber Gott im Himmel, den es nicht gibt, macht, dass die Scheiße funktioniert. Oh Mann! So, jetzt muss ich mal kicken, was ich jetzt hier falsch gemacht habe, warum das nicht geht.
Also, ich weiß nicht, was ich da gerade gemacht habe. Da stand ja, den Punkt habe ich ja übersprungen beim Anlernen. Als letztes stand da drin, machen Sie den Schlüssel, der angelernt wird, drin und machen Sie die Zündung an. Aber die sind ja alle angelernt worden. Aber das meint offenbar den hier, weil man muss offenbar den Schlüssel erstmal initialisieren auf das Fahrzeug. Weiß ich auch nicht genau, warum, aber Fakt ist, wie man hier sieht, das ist weiterhin der. Es funktioniert. Also, ne, sozusagen, man hört es ja. Man kann das hier in dem Auto kann man das nicht so richtig schön sehen, aber man hört ja sozusagen vorne, hinten, auf und zu, geht alles. Und jetzt werde ich mal den hier mal nochmal ordentlich drauf drücken, mal gucken, was der sagt. Ah ja, und der jetzt gerade meckert da auch nicht mehr. Ach, jetzt geht er ja gerade wieder. Naja, weiß ich nicht, was mit dem Schlüssel hier ist. Aber wie man sieht, beide Schlüssel funktionieren und der andere geht auch. Halleluja, Amen! Ihr schafft. Also, Autel KM100 braucht man. So einen kleinen Schraubenzieher zum Schlüssel zerlegen braucht man. Man braucht im Zweifelsfall da so ein 10 mm Ding, damit man da die Batterie immer abklemmen kann. Und dann funktioniert das alles. Genau, jetzt mache ich mal noch mal kurz, wie man den Schlüssel zerlegt und wieder zusammensetzt. Und dann sind wir glücklich. So, fertig. Nochmal zugemacht das Ganze. Und wenn man jetzt hier an dem Blinker hoffentlich schön sehen kann, zack, abgeschlossen. Mit dem neuen Schlüssel. Und wieder aufgeschlossen. Und wieder abgeschlossen. Tada! Abschließend jetzt nochmal, wie man so einen Schlüssel auseinander nimmt und wieder zusammensetzt. Also ich habe ja jetzt hier den komplett funktionierenden und den Ollen, der so mal will und mal nicht will. Den werde ich langfristig aussortieren. Jetzt nachdem ich weiß, dass das gut funktioniert hat mit dem, auch mit der Fernbedienung, werde ich mir mal hier noch einen von bestellen. Damit ich den dann an meinen normalen Schlüssel mit dran machen kann. Also im Grunde genommen habe ich dann am Ende quasi den Schlüssel und eine Fernbedienung, wo das Schlüsselblatt dann halt fehlt. Ne, brauche ich ja nicht, ich habe ja ein Schlüsselblatt. Genau, aber das kommt später. Jetzt werde ich erstmal den alten quasi hier mit dran baumeln. Weil vielleicht geht er ja doch manchmal, also das ist ja der Witz, manchmal geht er, wenn man nah rangeht, aber irgendwas ist hier mit Scheiße. So, also was man braucht ist, fangen wir vielleicht hier mit dem an, weil der ist ja komplett irgendwie noch zusammen. Also, zum Anfang, das erste Stück, das kann man hier einfach so runterpopeln, da braucht man ja kein Werkzeug. Ne? So, ein bisschen mit sanfter Gewalt hat man das ab. Machen wir mal da hin. So, dann kommt der Teil hier. Den kann man, kriegt man theoretisch auch so ab, aber macht sich besser, wenn man hier so ein bisschen drunter geht. Und dann kann man den hier rausnehmen. So, jetzt ist man quasi hier auf dem gleichen Stand wie bei dem. Und dann ist hier so eine kleine Schraube drin. PH1 passt da sehr gut. Philips Z1, also ein kleiner Schraubenzieher. So, machen wir hier die kleine Kreuzschraube raus. So, jetzt ist das Ding erstmal grundsätzlich offen. Man sieht schon, dass sich das Gehäuse hier so ein bisschen geweitet hat. Und jetzt sind halt hier so eine Nasen und die müssen halt alle offen sein, damit man den Schlüssel halt aufbekommt. Die sind, je nachdem wie präzise das Gehäuse gefertigt ist, sind die mal mehr und mal weniger zusammen. Also wie man hier sieht, das hier ist schon ein Nachbaugehäuse. Das hatte ich mal, weil ich gehofft hatte, dass das nur irgendwie an dem Batteriehalter liegt. Dass das dann besser wird, aber es war leider nicht besser. Das hier ist das richtige, das wirkliche Original von Iveco. Das sieht so aus wie der erste Nachbau, den ich mir geholt habe. Jetzt, das, was jetzt im Briefkasten war, da sieht man, hier ist sozusagen das ein bisschen weiter ausgespart. Finde ich aber auch gut, weil dann kommt man hier ein bisschen besser drunter, weil hier kommt man irgendwie verhältnismäßig bescheiden drunter. So, und jetzt muss man hier quasi diese Nasen hochklippen. Hier hinten ist noch eine. Da ist noch eine. So, und dann kommt einem das so entgegen. Hier ist quasi so der Batteriehalter. Batterie braucht man nicht auszubauen. Die kann da quasi einfach so mit da drin bleiben. Und
Genau, dann ist das hier quasi die Platine. Die lasse ich jetzt hier einfach mal drin. Zack, ist da so eine kleine Feder rausgefallen. Also die erste Feder, die kleinere Feder, die steckt hier drin. Das ist die Feder, die dafür sorgt, dass das Schlüsselblatt irgendwie so hoch und runter geht. So, in dem Fall nehme ich es jetzt mal trotzdem raus, weil ich will das Schlüsselblatt ja wechseln. Und dafür drückt man den hier runter, ne? Also so hier so sozusagen komplett so dagegen. Und wenn man das so dagegen gedrückt hat, dann kann man, wenn man den hier rin drückt, kann man den Kollegen hier so nach rechts zur Seite drehen. So, und dann kann man das Schlüsselblatt rausnehmen und da springt dann die zweite Feder raus. Ich will jetzt allerdings mein Iveco-Logo behalten. Deshalb nehme ich jetzt mal den Kollegen hier raus und mache mal hier den Iveco-Schlüssel, den Original, mit dem Original-Logo mache ich da jetzt mal mit ran. So. Und um ehrlich zu sein, will ich auch die Symbole hier original behalten, weil original von Iveco, da sind die Symbole quasi so, wie nennt sich denn das? Naja, die sind, man kann die quasi fühlen und hier sind die bloß aufgedruckt und ich weiß ganz genau, das dauert nicht lange, dann wird man die nicht mehr sehen. Deshalb will ich das einfach weiter benutzen und dadurch, dass das hier ja nicht kaputt ist, kann ich das ja einfach machen. Aber das ändert nichts daran, dass ich da mein Iveco-Logo noch transformieren muss. Transformieren. Transplantieren. Na, Kollege, komm raus. Verstärke dich nicht. So. Da ist die Feder noch drin. Und jetzt stecke ich die hier wieder durch. Das ist alles in allem relativ gut formschlüssig. Jetzt kommt der Schlüssel. Jetzt kommt quasi die kleine Feinheit. Nehmen wir die gleich hier Originalfeder, weil warum nicht? Mal kicken, was sie hier gemacht haben. Ob sie das hier irgendwie anders gemacht haben. Ah, das sieht interessanterweise ein bisschen anders aus als bei dem Original. Wiederum bei der... wo ist das? Hier bei der Kopie, da ist das genauso gemacht wie beim Original. Bei der hier ist das nicht genauso gemacht wie beim Original. Da hält die Feder quasi, hier hält die Feder oben und hier hält die Feder irgendwie da unten. Naja, sei es drum. Beziehungsweise wahrscheinlich hält die. Mal gucken, ob hier irgendwo was ist. Ob die hier eine andere Art von Feder genommen haben. Tatsächlich. Ah, okay, jetzt muss ich die Feder hier nehmen, weil die Feder quasi hier nach innen zeigt, während die Originalfeder nach außen zeigt. Egal, nehme ich halt die mitgelieferte Feder. So, den Kollegen hier drin, der steckt jetzt da drauf. So, jetzt nehme ich den originalen Schlüssel und drücke den hier so dagegen, dass der... Fällt jetzt hier gleich wieder raus. Hier ist auch nochmal da hier die Feder drin in diese Nut. Also wo ist sie? Hier die kleine Feder. Da die große Feder. So, jetzt den hier zur Seite, dass er nicht rumnervt. So, und jetzt ist natürlich, man will ja, dass das Ding am Ende von der Lehne aufgeht, ne? Und demzufolge muss ich das Ding jetzt hier im Kreise drehen, dass ich da so ein bisschen Vorspannung auf die Feder bekomme. Und zwar entgegengesetzt des Uhrzeigersinns, logischerweise. So, und jetzt, wie man sieht, will der hier auf. So wie es soll. So, hier mal ein bisschen rindrücken, nicht, dass der sich verabschiedet, der Kollege. Und wenn das Ding jetzt hier schön drin sitzt, dann dreht den hier nur noch zur Seite. Na, nicht, dass das hier... Weil das eine andere Bohmform ist, der originale nicht passt. Das wäre ja ärgerlich. Aber das sieht so weit erstmal ganz gut aus. Naja, so, ich mache mal erstmal den... Tja, welcher war jetzt welcher? Der hier sieht sehr jungfräulich aus, während der hier so aussieht, als hätte ich da schon mal rumgekrabbelt. Also das wird der hier, das ist der neue. So, steckt man jetzt hier. Da
Schlüssel steckt man da so drauf. Also an und für sich ist das kein Hexenwerk. Aber es könnte natürlich wirklich sein, dass das nicht kompatibel ist. Ah, Olle. Olle! Das ist irgendwie so eng, dass das nicht kompatibel ist. Interessant, ne? Da gibt es tatsächlich mehrere Schlüsselvarianten. Ja, ich kann das ja an den anderen Gehäuse drin machen, wo ich nur das Gehäuse bekommen habe. Also dreht den hier mal wieder ab. Leichter gesagt als getan. Weil das jetzt hier so eng drauf sitzt, dass ich da bald eine Zange brauche. Nicht so lustig. So, Zange geholt. Zur Seite gemacht. Den Kollegen wieder aufgedreht. Jetzt gucken wir uns mal nochmal gemeinsam an, warum das irgendwie anders ist. Und tatsächlich, das sieht irgendwie intern anders aus. Jetzt könnte man natürlich einfach den Pin hier austreiben und das Schlüsselblatt darin machen, aber Schlüssel, diesen Pin austreiben, das ist auch schon wieder eine eigene Geschichte für sich, weil da braucht man genau den Austreiber mit der Größe. Wenn man da, wenn der zu groß ist, passt der nicht, wenn der zu klein ist, bricht der ab. Also, naja. So, also wird jetzt die Hülle von dem ersten, der mir geliefert wurde, genommen. Und da kommt jetzt die gute Platine drin. So, das ist jetzt auf jeden Fall alles original wie soll. Dann, wo ist mein originaler Iveco-Pin? Ach, der steckt hier noch drin. So, durchgesteckt. Jetzt kann ich doch die Originalfeder wieder verwenden, weil das hier nämlich das Original ist. Genau eine Nachbildung. Und da passt es denn wunderbar. So, nochmal einmal am Uhrzeigersinn drehen für die Vorspannung. Den Kollegen hier ran machen, dass der hier nicht so ohne weiteres wieder ab kann. Jetzt, das war hier der komische, der so ein bisschen größer ist als der andere. Man sieht es hier auch, dass da auch die Nase hier, die ist hier länger als bei dem. Oh ja. So, jetzt kolixen wir das Ganze zusammen und sind fast glücklich, denn fast heißt, da muss nur noch der... Wie heißt sie? Die Schraube. Der Schraube muss wieder rein. So. Klack. Klack, klack, klack. So. Neue Platine ist drin. Altes Dingsy-Bumsy ist drin. Oh Mann, ey, ich vergesse aber auch immer was. Also, wenn ihr das auch vergesst, ne? Okay, Mann, ich mach das, also ich bin wirklich der Profi, echt schlechthin. Entschuldigung, aber dachte schon, während ich das zusammen gemacht habe, hast du da wieder was vergessen. So vom Bauchgefühl her und siehe da, tatsächlich was vergessen. Was habe ich vergessen? Das Ding, wo man den Schlüssel am Schlüsselbund festmacht. Da nehme ich jetzt einfach mal auch das Original-Ding von Iveco. Das muss nämlich, das kommt nämlich hier unten drin. Und das geht natürlich wieder nur, wenn das offen ist. Die Hülle. Aber man muss das nicht ganz off haben. Kriegt das da auch so rein gepopelt, wenn das hier so ein bisschen offen ist. Hoffentlich. Zumindest sehen wir das gestern so, dass das Ding. Es wird hier nochmal, kommen hier nochmal eine Viertelstunde drauf, wie man diese Hülle wechselt. Fast ein eigenes Video draus machen. Jetzt, ja, das Interessante ist, im Vergleich zu dem anderen, wo das so hin, wo das unten ein bisschen mehr ausgespart war, sieht man jetzt hier schon, dadurch, dass das hier so enger ist, ist das halt einfach ein bisschen schwieriger mit dem Schlüssel davon, nicht mit dem Schlüssel, mit dem Schraubenzieher da vernünftig dran zu kommen. 1, 2, 3, 4. Und wenn man jetzt noch darüber nachdenkt, dass man hier die Scheißschraube drin gemacht hat, Mann, bin ich blöde, ey.
Vulgärausdrücke sind zu verzeihen. So, jetzt zack hier rin zu Schrauberin. Lustig ist, wenn ich mir ein YouTube-Video ankicke, dann sehe ich immer, dass die Leute das falsch machen, während ich mir das ankicke. Aber da bin ich ja auch entspannt und liege auf dem Sofa und drehe nicht gerade ein Video. So, das ist hier, ist das alt oder ist das neu? Den hatte ich auseinandergenommen, hatte ich extra dahin gelegt. Das heißt, das ist der, der hier zugehört. Nicht, dass da noch eine blöde Unkompatibilität existiert. So. Und jetzt gehe ich mal davon aus, wollte ich nicht die Dinger hier weiter benutzen? Ist ein Spaß, war mit mir. So, jetzt das schneiden wir raus, während wie ich das hier nochmal wechsle. So, muss man den Schlüssel ja nicht für auseinandernehmen, sondern man kann das hier quasi einfach so abpopeln. Hier ist so ja, wenn man hier genau hinguckt, sieht man das, so ja so eine kleine Aussparung für einen Schraubenzieher, die man da dran setzen kann. Und dann kann man das einfach rausmachen, damit das hier noch hübscher hinbekommt. Kann ich auf jeden Fall aus dem alten Gummi schön noch den Grime rausholen. So. Boah, und das passt dann da eigentlich ganz gut. So, ich habe ja überlegt, wie das heißt, embossed, heißt das irgendwie auf Englisch und das heißt im Deutschen, heißt das erhaben. Das ist quasi ein wenig erhaben, das hier, so dass man das fühlen kann. Und, ja. Naja, wird sich hier schon im Laufe der Zeit anpassen, ist ja das Original. So, jetzt ist der dran, das Original ist dran, das ist Original im Grunde genommen. Ist nur das Unterteil mit der Platine neu und ja, das Unterteil mit der Platine ist neu. Das Oberteil, nee, anders. Oberteil und Unterteil sind neu und die Platine ist alt, das Gummi ist alt, der ist alt und der Schlüssel ist alt. So. Jetzt der Kollege hier dran. Und der Kollege oben drauf. Mann, und dann endlich geschafft, ey. Das war ja eine schwere Geburt hier. Naja, wie immer, wenn man das vor der Kamera macht, ne? Oder hinter der Kamera. Oder mit der Kamera vor mir Sicht. Genau. Also, das ist alles nicht genau hundertprozentig formschlüssig, aber wenn man die bestellt und das sieht hier so aus, dann ist man schon näher dran an der Wahrheit. Und wenn das so aussieht, dann ist das alles ein bisschen anders. Aber die Vorder- und Hinterhälfte von dem Nachbau passt auch nicht mit den Originalteilen von irgendwie von den Iveco-Dingern zusammen. Also ist doch alles von der Bauform her ein bisschen anders. Hängt wahrscheinlich irgendwie mit Designschutz zusammen. Man muss ja dann, wenn man sowas kopiert und will in der EU verkaufen, dann muss man ja an dem Design immer noch ein bisschen irgendwas ändern, weil auch wenn Patente auslaufen, ist Designschutz immer noch ein bisschen länger als Patente, wenn ich mich da recht erinnere. So, insofern auch gut, als dass der hier auch nochmal einen Riss hat, das Original, also wäsch damit. So, schön. Und jetzt weg nochmal den Schlüssel hier nachschneiden lassen bei Gelegenheit oder nachbestellen. Und dann ist das gut. Also, alle Sachen, die jetzt hier benutzt wurden, sind natürlich in der Beschreibung zu finden. Gibt es natürlich Affiliate und so, gibt es Provision. Für mich, wenn er das bestellt, wenn nicht, ist auch gut. Ich hoffe, ich konnte helfen. Mir geht das auf jeden Fall maximal auf den Sack, wenn das quasi so Geheimwissen ist, weil das einfach nirgendwo publiziert wird, obwohl das überhaupt nicht kompliziert und auch nicht illegal ist. Also ich habe sozusagen ja hier alle Schlüssel, das gehört mir. Ich habe die Schlüsselkarte. In jedem Fall habe ich gern Schlüssel. Wie auch immer, wenn er das hier kauft, wie gesagt, gibt es irgendwie eine Affiliate-Provision für mich und naja, ansonsten viel Spaß damit und zeigt die Welt hoffentlich mal wieder ein paar Infos bereichert, die dazu führt, dass ihr nicht ganz so viel Geld ausgeben müsst. Tschüss!